Herzlich willkommen allen Freunde. Ja, Leute. Zu Minecraft Dungeons natürlich. Ich habe ein bisschen Angst, denn wir werden heute den Schwierigkeitsändern ändern auf das Ende aller Tage. Okay, und ja, und wir müssen immer noch diesen Dungeon da freischalten und hier auch. Den Dungeon wusste ich tatsächlich nicht, dass es den gibt. Müssen wir auch noch irgendwie freischalten. Ja. Ich habe echt Angst vor den Creeper weit jetzt. Wirklich. empfohlene Kraft 68 und wir sind gerade mal 58. Oh Gott, Leute, ey, das wird was. Da müssen wir, also wirklich, ja, wir sind 10 Stufen darunter. Ich hoffe, es wird was. Bin mit meinem Bogen noch nicht allzu zufrieden. Ich fände es ganz cool, wenn wir noch einen neuen finden würden. Ja, das wird jetzt ja. Wow. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Außerdem habe ich Vikings weitergeschaut. Bin jetzt bei Staffel 3. Folge 7 oder sowas. Also fast durch. 5 Staffeln hat das Ganze. Und ich muss leider sagen, so toll finde ich die nicht. Nee. So toll finde ich die echt nicht. Oh Gott, ich hab wirklich Angst. Wie viel Schaden mal? Oh Gott. Ich brauche 5 Schläge oder was? Oh mein Gott, ich brauche 5 Schläge. Okay, ich muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Heute werden wir alles erkunden. Da das wahrscheinlich das letzte Mal hier ist. Ist ja denn, ich suche noch eine Waffe oder so. Ich muss gleich mal gucken, ob ich noch enchanten kann. Wäre vielleicht auch noch ganz gut zu wissen. 4 Punkte damit. 2, 2, 2, 1. Ich kann mir hier was entscheiden. Ach, oh Gott, wir haben noch die Kackrüstung. Oh, oh, Leute, Leute. Warte, wir müssen mal eben. So, und jetzt. Müssen wir eben hier noch nach einer ordentlichen Rüstung gucken. 37. Hier, die ist auch noch entscheidet. Sehr gut. Oh Gott, warte, warte, ich muss die Rüstung da unten noch entzaubern, verwerten, so, haben wir nämlich 3. 3 reicht wahrscheinlich für gar nichts, ne? 4 kostet das hier, hier kostet es 3, okay, cool, sehr schön, sehr schön. So, haben wir zumindest die bessere Rüstung wieder. Okay, One-Hit mache ich. Den nur manchmal. Okay, okay. Jetzt haben wir in Ordnung. Warte mal. Das da unten habe ich ja jetzt schon hier verpasst, ne? Wir wollen ja diesmal den ganzen Dungeon nochmal sehen. Ob wir vielleicht noch irgendein Geheimnis hier finden. Denn letzter Schwierigkeitsgrad, ne? Letzte Herausforderungen. Okay, da unten war nichts. Gut, weiter geht's. Oh, Japan, ne? Japan bekommt einen Monster Ranger Teil. Sowas ähnliches wie Digimon. Lief früher immer auf Tele 5. Und da bin ich ein bisschen neidisch. Nur Japan bekommt das. Oh Gott. Hier Blitz. Oh, Blitz. Blitz ist echt gut. Oh. Schmeiß ich den aber ganz schön weit weg, ne? So, weg mit dir. Super. Könnt alle explodieren, das finde ich mega gut. Paar schöne Seelen bekommen. Bleibt auch unten. Oh, Pfeile. Also letztes Mal habe ich nicht allzu viele Pfeile bekommen. Vielleicht lag das auch an meiner Rüstung. Das kann auch daran liegen. So, ein paar Emeralds. Gehen wir hier mal eben schnell gucken. Ja, ist aber nur ein Port Monster Ranger. Monster Ranger 2. Kam, glaube ich, 1999 raus. Und das gibt es dann ab irgendwann für die Switch, aber nur in Japan. Echt schade. Ich hätte mich auch sehr über das Spiel gefreut. Finde ich echt gemein, dass das Japan explosiv bis jetzt zumindest ist. Vielleicht kommt es ja trotzdem zu uns. Würde mich freuen. Ich würde es nämlich sehr, sehr gern spielen.
dir, danke. Du auch. Super. So. Ist hier hinten was? Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass hier hinten früher eine Kiste war, aber ich glaube, hier war nie eine Kiste. Nie. Na, einmal zurückgehen. War ich noch diesen Elektroschaden? Nee. Okay. Wollen wir wissen. So, ich befreie dich schon. Ich finde es gut, dass hier irgendwie keine Skelette sind. Dass sie nochmal so einen Einsteiger wünschen. Ich meine, hier gegen Zombies, ne, ist ja jetzt nicht so schwer. Da war hier hinten denn noch was? Habe ich alles? Ja, habe ich. Okay, weiter geht's. Weiter geht's, ja. So, hier TNT, bitteschön. So, hier, ihr seid eingefroren. Viel Spaß. Oh, ich habe irgendwie Lust, wieder Navy CIS zu sehen. Weiß auch nicht warum. Aber es gibt, glaube ich, Navy CIS nirgendwo zum Streamen. Außer jetzt die Folgen hier auf Sat 1 oder Kabel 1 laufen. Ach man. Naja, egal. Noch 9 Tage, dann kommt sie Curse, dann bin ich erstmal wieder erfreut. Erfreut. Außerdem, ne, wenn ihr solche Wettkampffilme seht, ne? Oder Serien auch, könnt ihr mir das gerne so vorschlagen. So Sportwettkampf. Oder auch so Filme, wo irgendein jemand einen Schicksalsschlag erlitten hat und dann sich wieder aufraffen muss, damit ihre Karriere, ihre Sportkarriere noch weitergeht. Auch wenn die Ärzte gesagt haben, nee, das wird nichts mehr. Die sollte sich was anderes aussuchen. Sowas wie Feel the Beat oder die unglaubliche Geschichte von Ariana Berlin. Die hatte nämlich zum Beispiel so eine Metallplatte nach einem Unfall bekommen. Ins Bein rein und durfte dann, also hat der Arzt gesagt, nee, Turnen ist nicht mehr. Aber sie hat sich aufgerafft und ja, ist Olympiasiegerin. Das ist schon krasse Geschichte. So, da haben wir noch was. Warte mal eben. Achso, ich bin eh falsch gelaufen, ne? Ja, ich bin eh falsch gelaufen. Okay, da kommen wir gleich eh noch vorbei. Meine, falsch gelaufen bin ich nicht, weil jeder Weg ist richtig. Und ja, achso, hier war der Creepy Dungeon. Stimmt, wir haben ja schon 10 Uhr. Stimmt, ich bin heute echt relativ spät, weil ich habe eigentlich eine Folge Animal Crossing aufgenommen. Aber die Folge werde ich nicht nehmen, da nichts passiert ist. Da wirklich nichts passiert ist. Oh Gott. Schnelligkeit bitte, danke. Da haben wir die Kiste. Oh Gott, was ist denn hier? Ich weiß es nicht. Wie groß ist denn der Dungeon jetzt? Oh Gott. Bitte schön, TNT, ich gehe erstmal hier hinten hin. So, die Vase nehme ich mal mit. Wow, viel. Vier Emeralds oder so. Sehr cool. Achso, da hinten geht's raus, ne? Da geht's einfach echt schon raus. Naja, ist ja auch ein kleiner Dungeon, aber links ist, glaube ich, noch was. Ja, da gehen wir noch hin. Kommen Sie, kommen Sie. So.
Platz da, hier komm ich. Gib mir Pfeile, kleiner. Gib mir Pfeile. Schade. Was ist das denn hier? Hat er einen Stab? Ja, keine Ahnung. Danke für die Pfeile. So, ihr seid auch schnell weg. Weg vom Fenster, Alter. Hier ist aber nichts. Okay. Okay. Egal. Will ich hier eigentlich rausgehen? Ich weiß es gar nicht. Geh mal hier raus. Sind wir da oben? Müssen wir aber gleich nur eben da runterlaufen, ne? Da Apfel essen oder doch nicht? So, dann laufen wir eben da runter. So, ist ja, glaube ich, nicht allzu weit, ne? Ne, da ist es schon. Gibt es überhaupt noch Geheimnisse? Ja, eins und eine Truhe, okay. So. Einmal hier rechts. Da haben wir eine Truhe. So. Hier ist aber kein Feind mehr. Und dann noch ein zweiter oben. Wäre nämlich cool, wenn wir eigentlich mal hier so 100% schaffen würden, oder? Okay, hier ist aber auch nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Ich glaube, es passt sogar flächenmäßig, ne? Dass der Dungeon bis da hinten hinführt, ich glaube. Das ist echt... Ja, könnte hinpassen. Die Tunnel des Dungeons. Aber wir könnten vielleicht auch mal ins Sword Art Online für die Switch reingucken. Das würde mich vielleicht auch noch interessieren. Müssen wir mal gucken. Minecraft Dungeons ist jetzt bald erstmal vorbei bis zum nächsten DLC im September. Und dann hätte ich nämlich mal noch ein Projekt neben Animal Crossing und das hier. Bei Pokémon ist momentan, glaube ich, vorbei. Schade auf jeden Fall. Nein, ich könnte euch gerne meine Shiny zeigen. Das kann ich auch noch machen. Aber es ist ja schnell gemacht. Ich glaube, ich habe so ungefähr 40. Ich würde sagen 40. Gefühlte 30, aber ich glaube, es sind doch 40. So, hier haben wir einen Creeper-Kopf. Da ist aber nichts. Da ist nichts. Da hier haben wir noch einen. Da ist der Dungeon, okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh mein Gott. Machen wir einfach Blitz. Dann sind die nämlich weg. Ah, und du auch noch. Super. Leichter geht's ja nicht. So, hier ist gar nichts. Okay. So ein großer Ort, aber hier ist einfach nichts. Ist in Ordnung. So, hallo Kipi-Kopfi. So, hier hinten kann ich auch noch überall hin. Das Gebiet hier ist echt groß, der Wald. Oh, da hinten geht's weiter. Machen wir mal den Küper schon mal weg. Okay, hier habe ich alles durchsucht. Ja, habe ich. Sehr gut. Dann geht's weiter. Ah. Ah, weg mit dir. Super. One-Hit ist immer gut. Vier, einfach nur vier. Ey, das ist so lächerlich. Also wir hätten zumindest die Anzahl vielleicht erhöhen können, finde ich. Vier ist halt gar nichts. Gar nichts. Ja. Weg mit dir. Super. Kann ich ins Wasser? Ja, kann ich. Okay. Guck mal. Einfach. Einfach weggebaut. Weggeklatscht. Das ist nicht auch ein neues Jugendwort vielleicht. Weggebaut. Mit einem Bogen. So, hier. Upp. Hab ich nicht aufgepasst. Jetzt aber weg mit dir, super. Achso, wir müssen da oben dann
Gut, ich habe erstmal hier unten noch. Das ist aber groß. Und er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Super. Super, das Lager haben wir hier. Oh, das ist noch einer. Hier bitte nochmal. Alter, der hat mich herangezogen. Das fand ich gemein. Das war echt gemein. Ich mach einfach nur Blitz. Dann ist er nämlich weg. So. Das hätten wir dann auch geschafft. Haha, du wolltest mich wohl angreifen, aber hast es nicht geschafft. So, weg mit dir. Oh Gott. Ist auch noch welche. So, hier ist aber nichts. Okay, den Ort haben wir auch durchsucht. Super. Mal gucken, ob ich diesen Part endlich mal 100% nennen darf. Wenn ich hier alles besiegt habe. Ich hoffe. So, Pfeile sind sehr schön. Gehen wir eben hier oben hin. Ich glaube, da war der Ausgang. So, weg mit euch. Danke. War da der Ausgang? Nee. Habe ich mir eingebildet. So, kommt mal her hier, ihr Kleinen. Oh Gott, kurzer weg. Und weg. Super. Gehen wir nochmal einmal hier zurück. Denn es kann ja sein, dass sie mir hinterher gerannt sind. Ach, das war eine Lampe. Okay, es war nur eine Lampe. Hier haben wir noch einen kleinen. Eine Vase. Hier haben wir einen Steg. Okay. Sehr, sehr schön. So, weg mit dir. So, kriege ich euch noch, bevor der Rechte kommt? Nee. Ah, vielleicht doch. Wäre knapp gewesen, auf jeden Fall. So. Ja, auch noch welche. Meine, ich nehme es ja gerne mit euch allen auf. Solange ihr mich nicht berührt. So. Haben wir noch einen. Okay. Oh, Fledermäuse. Die sehe ich, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich. Soll ich den Wald noch jemand? Nee, okay. Dann haben wir das Gebiet halt ja auch soweit ganz gut erforscht. Wir können hier hinten noch rein. Noch ein paar Dinger. Und dann war es das ja auch schon wieder. Gehen wir jetzt hier hoch. Über eine sehr, sehr coole Brücke. Dann geht's hier weiter. Oh Gott, Axttypen sind schon hier. Okay. Dann machen wir Blitz. Jetzt sind wir hier weg. Sehr gut. Da unten kann ich nicht herumlaufen. Nee, kann ich nicht. Okay. Ich kann auch mit Pfeilen arbeiten. Ja. Und ändern. Ja. Oh Gott. Wo ist er? Ah, da ist er. Und weg mit dir. Super. Oh, wir haben einen Schwert bekommen. 68. Lass mal gucken. Wir testen immer. Oh. Ich wollte nicht Blitz machen. Wie viel Schaden macht der? 405. Oh, der macht echt viel, viel mehr.
Der macht echt viel, viel mehr Schaden. Wir testen den mal, ob der mir gefällt oder nicht. So. Oh. Ich möchte eigentlich, dass ihr herkommt. Okay, ich mach TNT. Wenn ihr so lahmarschig seid. Könnte vielleicht noch ein bisschen schneller zustechen, finde ich. Nach meinem Geschmack. Noch ist er ziemlich langsam, würde ich sagen. Wo kommt hier ein Endgegner? Nee, ne. Sei denn nach Haus. Hier ist aber auch nichts. Nee. Gehen wir in das Haus hier rein. Danke für die Vorräte und die Vasen. Die nehme ich doch sehr gerne mit. So. Hier ist nichts. Okay. Können wir weitergehen. Ich kann ja mal hier stehen bleiben und mal gucken, ob die kommen. Ich muss nämlich sagen, der Speer, der macht echt schon guten Schaden. Und weg mit dir. Schlechterer Speer, okay, schade. Ach, hier ist das Spinnennetz. Spinnennetz gewesen. War in der Creeper-Höhle. Hätte ich eigentlich nur mit, eigentlich wissen können. Ja, oh Gott. Kommt eine von ganz, ganz weit hinten. Ah, okay. Ich wollte eigentlich die Vase, danke. Nee, nee, nee. Oh, okay. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Ich würde schon sagen, der Speer, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh. Müssen wir aber eigentlich mal eben hier gern die verzaubern. Ketten, Explosion, Reichweite, Strahlenkranz, Blutegel, Blitzeinschlag. Ah, vielleicht finden wir noch was Besseres mit einer besseren Verzauberung. Das wäre natürlich ideal. Ja, das wäre echt gut. Aber die Vasen, die treffe ich nicht ganz so gut. Ja. Frei. Oh ne, das ist eine Hexe, ne? Oh Gott, das ist eine Hexe. Ach Mann, ey. Oh, ich kann ja eigentlich auch hier Blitz machen, ne? Ist die nämlich schon mal weg. Dann stellt die schon mal keine Gefahr da, ey. So, weg mit dir, danke. Weg mit euch, danke. Oh Gott, das ist ein Schwert. Das ist das Schwert von Gryffindor. Es ist auf jeden Fall schlechter. Na. Können wir mal eben hier einmal hier hintergehen? Hinter irgend so einem Wagen war nämlich, glaube ich, eine Kiste. Und hier haben wir noch ein Vieh. Das nutzt sich gerade als Schutzschild. Danke. Hier geht es immer noch nicht irgendwie weiter, ne? Ich war mir so sicher, dass da irgendwann mal was passiert, aber da passiert irgendwie noch gar nichts. Oh, weg mit dir, danke. Oh Gott. Ich muss sagen, der Speer ist echt ganz schön cool. Der gefällt mir sehr. Hier, nimm das. So, weg mit dir. Oh, da ist noch jemand. Noch jemand.
So, hier war dieses Dings. Wo kann man da eigentlich raus? Also, wenn man da gleich wieder reingeht, spielt man dann da hoch oder was ist los? Aber das haben wir ja schon gedrückt, genau. Sehr schön. Und weiter geht's. Ja, man glitscht da eher sich raus. Okay. Oh, das ist ganz gut. Ja, ich würde sagen, das läuft ganz gut mit dem Speer. Überraschend gut. So, du gehst aber auch weg, danke. So. Jetzt ist mal eben ein Apfel hier. Oh Gott, da ist noch einer. Du bist dann aber jetzt auch erstmal weg. Ja. Könnt auch mal einen Trank trinken, ne? Ist ja kein Problem. Und euch mache ich auch easy weg. Easy. Boah, der ist echt groß hier, ne? Wirklich groß. So, gehen wir jetzt erstmal hier hin. Guck mal eben hier nach einer Kiste. Ach, ich komme noch nicht weiter. Hier ist aber leider nichts. Ja, Essen nehme ich gerne mit. Und weiter geht die Fahrt. So. Bleibst bitte da, danke. Das wie viele Hexen gibt es hier bitte? Also, ne? So, sowas gab es früher nicht. Diese Jugend, ey. Immer zaubert sie herum. So, noch ein paar Pfeile. Super, haben wir hier alles gesehen? Ja, sieht danach aus. Sieht danach aus. Würdet ihr mir vielleicht noch einen besseren Speer geben? Ich fände das super. Ich würde das für klasse finden. Einfach nur klasse. Aua, aua, aua. Er hat mir Schaden gemacht. Wieso kommen da noch so viele? Mach ich mal TNT. Ja, gut, die sind auch weg. Und hier ist auch nichts. Okay. Wir haben auch alles gesehen. Oh, guck mal, er kommt gar nicht wirklich zum Angriff, wenn ich ihn damit treffe. Ist auch sehr cool. Oh Gott, jetzt kommen die schrecklichen Gegner. Ich dachte, wir sind hier im Creeperwald und nicht im. Oh Gott, ich komme da nicht durch. Ich häng fest. Ich häng. Oh Gott, ich häng fest. Ist ja hier wieder ein Witz, ne? Doch, ich muss mal hier eben einmal weg. Ah, den treffe ich da nicht. Halt bitte weg. Weg. Weg mit dir, danke. Danke für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von mir. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ist eigentlich mit meiner Anzeige kaputt? Kann ich kein Y mehr drücken? Das ist ja was hier. Ach, was ich. Mach ich hier durch. Ja, weg mit dir, danke. Ich würde auch noch was, genau. Du. Hier haben wir noch einen Creeper-Kopf. Der bringt uns aber nichts.
Oh nein. Da ist der Maria. Oh mein Gott. Ich meine, das Gute ist, ich kann nichts machen. Und dann ist er nämlich weg. Oh Gott. Nee, du bitte auch weg, danke. Da sind hier jetzt noch Feinde? Nee, ne? Ich glaube, ich habe hier soweit alles. Einmal untersucht. Alter, ich kann die Fähigkeit nicht mehr machen, Leute. Ich weiß nicht wieso. Da hat mir auf jeden Fall eine neue Richtung. Ist aber schlechter, ey, alter Schwede. Weg. Oh Gott, ey. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist der bereits weg. Ich will nicht sterben. Ich bin noch nicht gestorben, Leute. Noch nicht gestorben. Oh, Alter, Leute, ich habe gerade einen Kommentar bekommen. Ich habe gestern Hamburger gemacht, ja. Und dann bekomme ich die Nachricht. Hamburger ist aber ohne Käse. Junge, mir egal. Aua. Oh Gott. Oh mein Gott. Du Kackhexe, ey. Ihr Kackhexen überall. Blitz. Oh Gott, ey. Ihr schönen Hexen, ja. Jetzt bin ich gerade fast noch besiegt. Das wäre natürlich... Hä? Habe ich die Kiste übersehen? Ne, ich habe alle. Okay. Puh, Leute. Das war auf jeden Fall ein harter Dungeon. Oh Gott, der ist ja immer noch hier. Der Dungeon, ey. Oh, ich will... Ne. So. Komm, ich mache einfach hier ein bisschen Bogen-Action. So, da haben wir Blitz. Der ist auch zusammengefallen. So, weg mit dir. Und du bist, glaube ich, der Letzte. Ja, cool, Leute. Dann haben wir den Dungeon auf der schwierigsten schwierigsten Schwierigkeitsgrad geschafft. Und ich bin echt stolz darauf. Ging ganz gut, würde ich fast sagen. Können wir nächstes Mal auf jeden Fall eine Stufe höher setzen. Obwohl ich sehr, sehr Angst habe vor dem Sumpf. Vor allem den ganzen Hexen, ey. Mich da mit Gifttränken abschmeißen werden. Oh. Besiegte Kreaturen 100%. Oh mein Gott, wir haben das erste Mal alle Kreaturen besiegt. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Oh, coole Stiefel auf jeden Fall. Ja gut, Leute, dann war es das mit dem Küperwald. Und wir sehen uns dann morgen in der gruseligen Gruft. Bis dann, euer Kamito 3 und ciao.